Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann. Und der ist noch ganz freudetrunken. Gestern Abend gab es Ludwig van Beethovens 9. Symphonie. Das große Jubiläumskonzert in Wuppertal, organisiert vom Beethovenhaus in Bonn. Martin Haselböck hat das Orchester Wiener Akademie geleitet, unter anderem mit der Sopranistin Chen Reis, mit der ich mich gleich zum Guten Morgen verabredet habe. Guten Morgen, das Podcast-Format von Backstage Classical. Abonniert uns gerne, wenn ihr regelmäßig Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern aus der klassischen Musik auf eurem Weg zur Arbeit hören wollt. Ja, so viel kann ich schon sagen. Das ist das komplette Kontrastprogramm zu dem, was gestern Abend in Wien passiert ist. Auf Arte habt ihr es vielleicht gesehen, der letzte Satz der 9. Symphonie, dirigiert von Peter Popelka mit den Wiener Symphonikern. Ein Orchester des 21. Jahrhunderts spielt da Beethoven mit voller Werf und Körperlichkeit. Ganz anders eben die historische Aufführung von Martin Haselböck hier in Wuppertal. Das Besondere auf dem Programm stand das Originalprogramm der Uraufführung. Also erst die Ouvertüre zu Die Weihe des Hauses, dann aus der Missa Solemnis drei Teile, das Kyrie, das Credo und das Agnus Dei und dann endlich die große 9. Sinfonie. Wahnsinn, was das für die Leute damals bedeutet haben muss. Erst dieses Avantgarde-Werk, die Missa Solemnis, und dann das Avantgarde-Werk, die 9. Sinfonie. Darüber rede ich jetzt mit Chen Reis. Chen Reis, deren Familie in Ungarn geboren wurde, nach Israel geflohen ist. Sie selber hat in der israelischen Armee gedient. Wir reden natürlich auch kurz über die Situation in Israel. Und Chen Reis, die jetzt in London wohnt mit ihrer Familie. Wie hat der Brexit eigentlich die Kulturszene getroffen? All das will ich von ihr wissen. Guten Morgen, Chen Reis. Guten Morgen, Axel. Hast du dich gut erholt von gestern Abend? Mammutprogramm, Teile aus der Missa Solemnis, dann die ganze 9. Sinfonie. Ich meine, du bist nur im letzten Satz dabei, aber trotzdem, Gigaprogramm, oder? Ja, es ist sehr anspruchsvoll für jeden, der auf der Bühne steht oder sitzt. Aber ich finde es eigentlich wunderbar. Also normalerweise im 9. hat die Sopranistin nicht so viel zu singen, aber in der Missa schon. So, ich konnte meine Stimme gut zeigen. Hat sich gelohnt, dass du nach Wuppertal gefahren bist? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Wuppertal zu fahren. Und warst du jemals in Wuppertal? Ich war nie im Wuppertal und ich bin begeistert von dieser Schwebebahn. Das ist interessant, finde ich. Fahren wir nachher nochmal eine Runde. Du musst heute Abend nochmal singen, ne? Ja, ich muss heute Abend noch einmal singen. Ich habe nicht genug geschlafen. Also ich werde auf jeden Fall was Gutes essen und dann eine Schlafstunde machen, bevor ich zur Maske gehe. Aber nicht in der Schwebebahn einschlafen, das wäre schlecht. Nicht in der Schwebebahn. Die Kultursenatorin oder Ministerin von Rheinland-Pfalz hat das eben gesagt, jeder hat so seine eigene Geschichte mit der 9. Sinfonie von Beethoven. Sie war bei einer Demonstration mit 100.000 Leuten gegen die AfD und plötzlich haben alle die Ode an die Freude gesungen und sie hat gesagt, das war so mein Beethoven-9-Moment. Gibt's für dich auch so einen Moment mit dieser Sinfonie? Ja, ich habe das in Paris gesungen, in 2019, am 14. Juli, beim Le Concert de Paris, also unter dem Eiffel Tower. Und für mich war es ein sehr bedeutendster Moment in meinem Leben, als Israeli dort zu stehen und diese europäische Hymne zu singen von Millionen von Menschen. Und immer, wenn ich dieses Stück singe, es fällt mir ein, wie zeitlos diese Musik von Beethoven ist. Es ist wirklich ein Meisterwerk und es ist so relevant. Also ich kann diese Sehnsucht von Beethoven spüren, die Sehnsucht nach
einer besseren Welt, wo alle Menschen werden Brüder. Und das ist so relevant heute, oder? Unterm Eiffelturm als Israeli hast du gesagt, du wohnst in London, glaube ich, noch ja. immer. Also außerhalb Europas, muss man sagen. Wien, du hast lange in Wien gewohnt. Wie nimmst du dieses Europa in dieser Zeit 2024 wahr, wenn du jetzt gerade die Europa-Hymne gesungen hast und wir hoffen, dass wir alle Brüder und Schwestern werden? Aber es ist schwierig, oder? Es ist sehr schwierig. Ich mache mir Sorgen. Das stimmt, dass die Welt ist in einem katastrophalen Zustand. Ich will die Hoffnung nicht verlieren. Also ich bin nicht so optimistisch, aber ich wähle die Hoffnung. Und das heißt, dass es gibt eine Möglichkeit für eine bessere Zukunft für uns, wenn wir klug sind und wenn wir miteinander zusammenarbeiten. Also wenn jeder denkt nur an sich, es wird nicht funktionieren. Wir werden alle verlieren. Wenn wir von der Europa-Hymne kommen und Europa sehen und eben London, wie nimmst du das da wahr, die Kunstszene? Wie ist die betroffen durch so einen Brexit? Sprichst du da mit Kolleginnen und Kollegen? Das scheint ja wahnsinnig schwer zu sein, plötzlich auch für Künstlerinnen und Künstler, die in Europa arbeiten, dann wieder in London arbeiten mit irgendwelchen Steuern und Dings. Das hat sich ja wahnsinnig verschwert, oder? Ja, alles ist sehr kompliziert geworden. Reisen, Visum, vor allem für junge Leute, Studenten, also europäische Studenten, die wollen in London studieren. Früher war es sehr billig, jetzt müssen sie wirklich viel zahlen. Und ich finde, das ist so schade, dass die jungen Leute müssen zahlen für diese Fehler. Was Brexit für mich ist ein Fehler, natürlich. Und also meine Situation ist interessant, weil ich bin in Israel geboren, das ist nicht Europa, aber ich fühle mich doch sehr europäisch, weil meine Großeltern stammen aus Ungarn. Ich habe auch ungarischen Pass. Ich habe lange Zeit in Europa gelebt, in München, in Wien und sogar ein bisschen in London, weil London noch Europa war. Und ich finde es wirklich schade. Also die Welt muss irgendwie zusammenkommen. Was denke ich über Europa? Europa hat sich auch so verändert. Es gibt so viele Länder, die sind in der Europäischen Union, aber sie haben vielleicht nicht die gleichen Werte. Ist das Values, ja? Ja, klar. Das ist ja eigentlich, was wir auch lernen. Es kann ja so einfach sein, wenn wir an diese Menschlichkeit denken. Aber wir müssen dieses Thema leider auch noch ansprechen. Du hast es schon gesagt, Israel ist ja auch momentan wahrscheinlich für dich eine Situation. Du blickst auf deine Heimat und bist, wir haben schon vorhin kurz gesprochen, fassungslos über das, was in der Welt passiert und wie sich auch der Blick auf Israel und auf Juden verändert hat, oder? Ja, wir erleben jetzt so eine Welle von Antisemitismus, was ich dachte, ich werde nie in meinem Leben erleben. Meine Großeltern sind jetzt sind aus Ungarn geflohen 1939, wirklich in der letzten Minute. Sie haben die ganze Familie in der Holocaust verloren. Sie haben mir immer erzählt, wie war das Leben für Juden in Ungarn damals, vor der Krieg und während der Krieg. Und ich denke, ich bin in einem Horrorfilm, weil ich lebe jetzt genau und spüre genau, was sie gespürt haben und was über Juden gesagt werden. Und dass ich spüre, manchmal muss ich meine Recht zum Leben to protect, also schützen. Ja, du musst ja schützen. Und ich mache mir Sorgen über die Zukunft für meine Kinder, für alle Juden der Welt und eigentlich für alle Kinder der Welt, nicht nur Juden, weil es fängt an mit den Juden, aber es wird sich verbreiten. Also wir müssen unsere Kinder schützen. Wir müssen Frauenrechte schützen. Wir können nicht die radikale Extremisten, entweder rechts oder links, egal, aber sie dürfen nicht gewinnen. Ja, wir müssen vernünftig bleiben. Was mich so wundert, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, ist, dass dieser Antisemitismus ja grundsätzlich einfach nur doof ist, blöde
und jemand, der antisemitisch oder überhaupt rassistisch ist, eigentlich nichts verstanden hat von Geschichte. Wir sehen aber, dass gerade auch im Kulturbetrieb, also an Universitäten zum Beispiel, das fröhliche Urstände feiert. Warum schützt Klugheit nicht vor Antisemitismus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt einfach vielleicht zu viele dumme Menschen auf der Welt. Und auch, das hat auch, ich glaube, mit der Ausbildung zu tun. Also der System, gerade in Amerika, der kontrolliert wird von Geld. Also wer diese Universitäten Geld gibt, man muss das Geld folgen. Und woher kommt das Geld? Es kommt leider aus extremisten islamischen Ländern. Und sie haben nur ein Ziel, und das ist, das Land von Israel einfach wipe off the map. Vernichten. Wieder. Und sie zahlen Geld für diese Universitäten, und in diese Universitäten werden die Studenten radikal und die Professoren auch radikal. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass auch die Privatuniversitäten, muss man das auch kontrollieren, irgendwie regulieren, ich weiß nicht. Also viele Leute sind eingeschlafen, FBI eingeschlafen, israelische Mossad eingeschlafen. Also wir müssen wirklich wach sein, und diese antisemitische und rassistische Bemerkungen oder Aktivismus einfach weg, sofort. Es muss sterben, und jetzt, man darf nicht warten. Und ich bin dankbar, Journalisten so wie du, die einfach ihre Meinung äußern, ohne terrorisiert zu werden. Weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die nicht antisemitisch sind, und die sind echt besorgt von der Situation in Europa und dieser ganze Extremismus. Aber sie haben Terror, sie haben Angst, etwas zu sagen. Weil alles mit allem zusammenhängt, ne? Also du nimmst es wahr als Antisemitismus, wir nehmen es wahr als Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Das ist, was meine Großeltern miterlebt haben. Ja, deine mussten aus Ungarn fliehen, meine haben miterlebt, wie Deutschland von Nazis überschwemmt wurde und alle mitgemacht haben. Und genau diese Situation sehen wir halt jetzt auch. Klar, da muss man aufschreien, wenn man nicht ganz aus der Geschichte gefallen ist. Letzte Frage noch. Du bist auch ausgebildet in der israelischen Armee und siehst jetzt, dass viele Menschen tatsächlich kämpfen. Der Krieg ist fürchterlich für beide Seiten inzwischen, grauenhaft. Wie guckst du als ehemalige Soldatin auch darauf? Ich war im Militär, mein Vater war im Militär, mein kleiner Bruder ist jetzt im Militär. Er wurde sofort am 8. Oktober zum Militär gerufen, und er ist 7 Monate schon da. Er ist 30 Jahre alt, studiert Psychologie für Masters, und er musste alles aufhören, und plötzlich befindet sich in eine lebensbedrohende Situation für 7 Monate. Also man muss denken, dass das Leben in Israel von allen ist so zerstört. Ich glaube, dass die Leute in Deutschland können das nicht mal kapieren, dass wir kämpfen wirklich um unsere Existenz. Und natürlich auch auf der anderen Seite, es ist eine Tragödie. Und die Geschichte ist sehr kompliziert. Und ich bin mir sicher, dass ich kenne unsere Militär, weil mein Vater war da, mein Bruder und ich selber. Ich bin mir sicher, dass sie tun alles, was sie können, um human zu bleiben und um damit so wenig Zivilisten wie möglich sterben. Aber in jedem Krieg, es gibt leider Unfälle, es gibt leider viele innocent, unschuldige Leute, die leiden. Und ich habe keine Lösung für diese Situation, wirklich. Ich bin nicht klug genug, nicht erfahren genug, um Lösung zu dieser Situation zu finden. Aber was ich weiß, ist, dass beide Seiten, Israel und Gaza, wir brauchen eine andere Regierung. Wir brauchen andere Leute, die uns führen. Leute, die nicht korrupt sind, Leute, die nicht political sind, sondern die sehen nur, was gut für die Menschen ist. Da sind wir wieder bei der 9. Sinfonie. Ne? Das ist lustig, ich war gestern im Museum, im Beethovenhaus in Bonn. Da gibt es eine Ausstellung Leonard Bernstein und Beethovens 9. Sinfonie. Und interessant ist, dass der vor
1980, glaube ich, war das, hat er in Israel die 9. Sinfonie gespielt mit einem kleinen Orchester in irgendeiner antiken Stätte. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Gab es ein Foto. Und da haben wir da gestanden und haben auch gedacht, guck mal, es hat sich nichts verändert. Ne? Es hat sich nichts verändert. Die Musik wird immer wieder ins Feld geführt, als eigentlicher Soldat vielleicht, als guter, als Blauhelm, aber hilft auch nicht richtig. Ja, leider, wir, die Menschen, lernen nicht von der Geschichte. Leider, wir befinden uns heute 200 Jahre genau nach der Uraufführung dieser Sinfonie. Damals war Kriege, damals haben die unsterblichen Menschen gelitten. Auch damals war Politik, also es war wirklich nicht recht. Viele Leute waren nicht frei. Es gab keine Bruderschaft. Aber in Beethovens und Schiller, also in deren, like in their mind, im Geist oder in der Vorstellung, sie haben davon geträumt. Und wir dürfen diesen Traum nie verlieren, weil wenn wir den Traum verlieren, dann wissen wir nicht wohin. Das ist unsere, für mich Beethoven ist wie ein Kompass. Ja? Dort muss man streben. Ja? Und er hat so eine Tür geöffnet mit dieser Symphonie, weil es ist das erste Mal, dass wir Sänger in der Symphonie haben, dass Wörter da sind. So, die Symphonie war früher etwas abstrakt. Und jetzt ist es ganz, der Botschaft ist ganz konkret. Und damit hat er so ein neuer Genre quasi kreiert. Danach hat Mendelssohn und Mahler haben das dieses Modell verwendet und wieder ganz wichtige Botschaft mit den Menschen kommuniziert. So, wir wollen euch nicht runterbringen am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Das ist vielleicht auch ein schöner Schluss. Jeden Tag können wir die Welt besser machen, und zwar jeder Einzelne. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Botschaft. Wir können nur alle umschlingen, wenn wir anfangen zu umschlingen. Und das muss halt jeder Einzelne mit jedem anderen tun. Also das ist eure Tagesaufgabe für heute, wenn ihr da rausgeht in den Tag rennen, oder? Wir fangen jetzt an, wir fahren jetzt zusammen vielleicht mal Schwebebahn. Ja, Schwebebahn, das ist toll. Und ich sage Amen. Ich auch. Mach's gut und kommt gut in den Tag. Haltet die Ohren steif. Ciao.